Also meiner Erfahrung nach ist der Umgang der Menschen mit der Natur ein sehr berechenbarer geworden, beziehungsweise in dem Zusammenhang, dass man das Gefühl hat, die Menschen haben sehr stark das Bedürfnis, die Natur zu kontrollieren, regulieren zu können, eben das Ganze in der Hand zu haben. Ich glaube, das ergibt sich einfach zwangsläufig aus dem Zeitalter, in dem wir leben und wie unsere Umgebung einfach gemacht ist. Am Anfang steht meistens, wenn was neu kommt und zurückkommt, ein bisschen so die totale Ablehnung und meist die erste Reaktion, wir haben keinen Platz dafür, das geht nicht und es ist unmöglich und das kann man einfach nicht machen, also wirklich das komplett auszublenden. Oft erkennt man dann im Anschluss auch eine Art Wut, sage ich einmal, wenn man zum Beispiel einen wirtschaftlichen Verlust erfahren hat durch die Anwesenheit von diesen Tieren. Und natürlich gibt es dann auch noch diese Gruppe oder diese Phase von Menschen, die wirklich fasziniert sind, die sich sehr dafür interessieren, die das einfach absolut, absolut begrüßen. Der Wiederkehr der großen Beutegreifer ist etwas, was sozusagen ein gesellschaftliches Anliegen, aber man kann jetzt die Probleme jetzt nicht allein den Bauern umhängen. Das heißt, da muss es Unterstützungsprogramme geben, die auch dann wirklich Geld kosten werden. Man hört auch, sozusagen viele sagen dann, ja, sie trauen sich nicht mehr Schwammerl suchen im Wald. Aber dann, wenn die Schwammerl wirklich wachsen, dann... Aber generell habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die Leute sich dann einmal auch ja, wenn der Bär mal länger da ist, dann das muss ich daran gewöhnen. Aber was ausschlaggebend ist, meiner Meinung nach, ist vor allem, dass diese Tiere einen Platz in unseren Köpfen bekommen. Weil wenn sie von den Menschen nicht akzeptiert werden, wenn wir das nicht wollen, dann werden sie auch nicht zurückkommen. Das heißt, wir bzw. die Akzeptanz der Menschen sind wirklich der ausschlaggebende Faktor.